herausgekommen ist. Ich finde einfach Armored Core Story Trailer. Das sind einfach so zwei Dinge, die für mich, ich habe keine Ahnung. Für mich war Armored Core immer etwas, was rein missionsbasiert, Mission-based, bla bla bla. Wenn die alten Spiele Story hatten, dann habe ich es nie mitgekriegt. Aber es ist ja jetzt ein neues, es ist ja ein aktuelles From-Software-Spiel, also muss es ja auch irgendwelche Lore geben. Wahrscheinlich jedes einzelne Equipment-Teil, was du einem Mac anziehen kannst, hat wahrscheinlich auch noch irgendwie so eine Backstory oder so drin. Ich bin mal echt gespannt, wie Leute auf Armored Core reagieren, die noch nie so ein Mac-Ding gespielt haben und vorher halt nur so From-Software-Sachen. Ich meine, die meisten Leute werden sich einfach dann da rein gaslighten, das zu mögen, was cool ist. Ich wünschte, das würden die mit anderen Sachen machen. Weißt du, wenn du halt so einen Entwickler wie From Software, den Status, den sie jetzt haben, die sollten einfach auch wieder ein Echo Knight oder so machen. Weil jetzt können sie sich alles erlauben. Jetzt kann sich From Software alles erlauben. Die könnten eine fucking Visual Novel machen, die Leute hätten Bock drauf. Oh, Gehstock, Baby. Fucking Musik. Ich liebe einfach das, was du gerade siehst, was passiert und dann wie ernst sich wahrscheinlich das Spiel wieder nehmen wird. So, Armored Core ist so fucking goofy in dem, was es eigentlich tatsächlich ist, wenn du dir quasi das Gameplay und alles betrachtest. Ninja Blade wäre so geil. Ninja Blade 2 und einfach ein neues Otogi oder so. So ein Otogi 3. Echo Knight 4. Wäre voll geil. Cookie and Cream 2. Also bisher habe ich noch nicht viel Story gesehen in diesem Story-Trailer. Aber das ist ja From Software Story-Trailer. Ich muss die Item-Description von dem Trailer gucken, um die wahre. Ich muss jetzt erstmal 3 Stunden Vati Vidya-Analyse gucken, damit ich diesen Story-Trailer verstehe und richtig einordnen kann. Ich glaube, ich werde jede einzelne Cutscene in diesem Spiel überspringen. Einfach nur, um Leute zu ärgern. Aber ich hab Bock aufs Spiel. Ich hab richtig Bock aufs Spiel. Das kommt jetzt. Ist das August oder September? Das kam jetzt in den nächsten 1-2 Monaten raus. August, ne? Ende August kommt's raus. Fires of Rubicon. Ja, 5. Was war das für ein Story-Trailer? Meine liebste Story ist einfach 2 Mechs, die gegen einen Panzer kämpfen. Das ist meine Lieblingsstory. That moment where they put the Gatling gun deeper. Oh, fuck, ey. From Software könnte einfach, die könnten so Barbies Dollhouse-Spiel machen und Vati Vidya müsste sich damit beschäftigen. Oh, okay, alles klar. Komm, dann gucken wir uns jetzt mal die wichtigen Sachen an dazu. Gucken wir uns mal die wichtigen Sachen an. Was war hier? Wir hatten hier Gameplay-Footage da. Oh, Gravity Rush, let's go. Das sieht geil aus. Ich mag das, diese schier unendlichen Gebäudekonstruktionen. Das ist auch ein Titel, da finde ich es vollkommen okay, wenn das teilweise einfach nur eine Farbe ist. Das ist einfach nur grau, aber das passt irgendwie dazu. Oh, geil, Baby, Air Dashes. Let me air dash you into the fucking ground. Ich bin mal gespannt, ob das in der Art und Weise, wie du die Max bauen kannst, auch so
Bock. Weil das ist so. Weißt du, Leute sind immer mit ihren, oh, meine Dark Souls Builds und die ganzen Builds, die ich machen kann und wie unterschiedlich sich das spielt. Und die drücken einfach immer nur dieselbe Taste. Oh, you dodge and you roll. Oh, holy shit. Aber so sich den Mech zusammenzubauen, das ist halt wirklich etwas, was sich so stark spielerisch drauf auswirkt. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr sie das Konzept hier irgendwie dann nutzen werden. Ob du halt immer so ein Bipedal-Mech hast oder halt auch wirklich so Spider-Legs oder so einen Scheiß dir bauen darfst wie früher. Das wäre ganz cool. Alter, aktuell Platinum Games, die würden da irgendeine RPG-Scheiße oder so wieder rein. Ich weiß, also From Software, die haben 30% ihres Portfolios waren früher Mech-Spiele. Das ist so einer der Mech-Entwickler gewesen. Die haben fucking Steel Battalion gemacht. Chrome Hounds, ne, hier eben Metal Wolf Chaos, Armored Core. Wenn ich einen Armored Core in einem Mech-Spiel von einem Entwickler haben will, dann ist es From Software. Deswegen, weil das Geile daran ist halt diese Missionsstruktur und dass du dann eben die ganzen Sachen zusammenstellen kannst, dafür und reingehen. Deswegen, ich hoffe, das bleibt einfach auch alles so und nicht irgendwie, wir müssen noch diese übergreifende Welt und sonst was irgendwie machen. Sondern gib mir einfach ein Menü, lass mich die Scheiße auswählen, rein in den Kampf, fette Action und dann wieder raus. Das ist das genaue, was ich haben will. Ja, mach das. Das Kinect Steel Battalion ist cool. No slander. Das ist für das, was Kinect bieten konnte, war es das Beste, was du rausholen konntest. Kinect Steel Battalion hat ein paar coole Momente. Das Spiel wird zu. Das hat Besseres verdient. Das hat Besseres verdient. Weil die ganzen Leute, die sich nicht darauf einlassen wollen, setzen sich 5 Minuten dahin, sind frustriert und dann. Scheißspiel. Und Kinect Steel Battalion, wie heißt das? Heavy Armor oder so. War ziemlich cool. Gutes 7 von 10 Spiel. Hat ein paar nette Ideen. Oh, geil, Jump Pads. Alter, du merkst einfach allein bei der von der Optik, wie gut sich das anfühlen wird. Get fucked. Ich mag wirklich, wie desolat die ganze Umgebung aussieht. Ich glaube, die meisten sind nicht vom Strand weggekommen. Die meisten Leute haben es nie gespielt. 95% aller Leute, die sich über Steel Battalion Heavy Armor lustig machen, haben es nicht eine einzige Sekunde gespielt. Weil einfach nur alle möglichen nachgeplappert wird. Sind das die fucking Episode 1 Drohnen? Aus dem Anfang nur so ein bisschen um. Dieses, okay, wir bauen uns auf, wir schießen und dann bauen wir es wieder zusammen und rollen. Das sind die Star Wars Episode 1 Drohnen based. George Lucas Vision endlich vervollständigt in Armored Core 6. Droidikas, so heißen die. Oh, ihr Nerds. Die ganzen Roboter wollen einfach nur in Frieden arbeiten und wir stören sie dabei. Das ist 50% des Gameplays aus diesem Spiel. Das ist einfach im Menü alles zusammenbauen. Meinte, was hast du? Das ist die Unit Frame Nachtreier. Mwah! Hervorragend. Hervorragend. Ja, ist klar. Muss ich nochmal googeln, ja. Haben jetzt fucking Dark Souls Bosse in dem Spiel, wirklich? Weißt du, du willst seiner Melee-Attacke ausweichen. Just move away. Das ist halt die Frage, machen die das jetzt nahkampffokussierter?
Weil es ist halt trotzdem, wir müssen der Dark Souls Crowd geben, was sie wollen. Alter, der Mac sieht so fucking geil aus. So based. Weißt du, ich seh den Mac gerade, vor allem mit den Farben, und ich werde traurig, dass wir nie einen Zone of the Enders 3 kriegen werden. Und vor allem, dass es mal einen Zone of the Enders 3 hätte geben sollen, was sie gepitcht haben. Oh, fuck yeah. Einfach so ein... Ja, das ist... Sie haben jetzt wirklich mehr so Boss-Design von... aus den Souls-Titeln übernommen. Was wenn Souls Boss in Armored Core? Aber sieht ja echt geil aus. Die Frage ist halt, was. Wie machen die das vom. Meine Frage ist halt so ein bisschen, wie machen sie das vom Balancing her, wenn du halt einen Charakter auslegst, der halt 100% mehr in seiner Stärke auf eben den Fernkampf ausgelegt ist. Und dann hältst du dich einfach nur fern von diesen ganzen. Von diesen ganzen Bossen mit ihren Nahkampfangriffen und du ballerst einfach nur aus der Entfernung dann drauf. So, what you gonna do about that? Ich glaube, hier eins war noch da, ne? Eins gab's noch, das hier, genau. Ansonsten... Ja, der Rest war... Hands off Preview. Wir haben die 10 nervigsten Influencer eingeladen. Mind-blowing. Amazing. I'm so excited for a new Armored Core game. If I could sum it up in one word, it would be ouch. In a good way. The gameplay looks incredible. I really cannot wait for more. It's a lot of speed. The game looks really, really fluid. Armored Core's always been fluid, but it seems like it's even more fine-tuned. My favorite part was the gameplay and sort of the demonstration of the movement, but also the quick-paced combat. Obviously, FromSoft is known for their incredible boss design. So I think seeing that in a mech space where you have a lot more maneuverability is going to be super, super cool. How these bosses are animated, how they was look, how der big Kamera they can get. It's the creativity that always blows me away. The thing that most From Software fans enjoy the most is the challenge, is going through the pain and the torment of, you know, the process. So figuring out all the different 2023 und wir können selbst einen Armored Core nur durch die Dark Souls Lense irgendwie weiterhin gucken. Hervorragend, love it. Ways you can beat these bosses should be pretty interesting. Yeah, there's lots of builds to try out in the game. You can change out different parts of your mech. It was like head, chest, arms, legs. Yeah, you got four weapons Armored Core, that yeah. you can choose. I think changing up like how agile your character is going to be an awesome time. I think es ist halt, ich meine, das ist vollkommen fair, wenn du halt noch nie, aber das ist so, als ob die irgendwie über einen, keine Ahnung, Ego-Shooter sprechen würden und dann so, ja, und du kannst dann da auch deine Waffe wählen. Du kannst deine Schusswaffe wählen, mit der du schießt. Crazy. Oh, kannst sogar Granaten. I'm gonna try dual plasma daggers. Build-wise for me, I want to be all speed all the time. I would say I prefer to do a mech that's a little on the heavier side, but at the same time emphasizes speed and also hard-hitting weapons with maybe just a tad bit of melee. Hopefully a lot of boosting. Hopefully I can jump around a lot of verticality. These are huge environments, obviously, so I think that's what I'm gonna go for, but I could die at my first boss and have to rethink all of that, so who knows. How many times am I gonna die? Hopefully eventually zero. I'm gonna die in the loading screen. I'm not Alter, können wir Bandai einfach mal die From Software Marken einfach wegnehmen? Oh, meine Fresse. So, ja, es ist cool. Das hat damals, war das der richtige Ansatz, um Dark Souls zu vermarkten an die ganzen Leute mit Prepare to Die Edition. Aber können wir einfach mal aufhören, jetzt nicht. Weißt du, was machen die denn, wenn From Software irgendein anderes Spiel machen sollte, was nicht action-fokussiert ist dann? Weißt du, die machen das neue Echo Knight oder so, was halt so ein Horror-Adventure-Game ist. Und dann, oh, scheiße, wie sollen wir das vermarkten mit dem Schwierigkeitsgrad? Oh, fuck, oh, ich bin beim Lesen gestorben. Oh, guck mal, wie schwer die Wörter sind, die wir hier benutzen. Du brauchst einen Thesaurus zum Spielen. I'm gonna die in Armored Core. Oh, why? Because I'm a god gamer. Elden Ring kind of
kind of change the playing field, and Armored Core is a different look at it, a different look at the playing field, a different kind of game. I'm really excited to actually get my hands on the game and see where it can go. Wenn du absolut nichts zu sagen hast, dann kommt sowas bei raus. Oh, I love it. Oh, ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach hervorragend. Oh. Neues Cookie. Ich meine, Cookie and Cream ist ziemlich hart. Cookie and Cream ist ziemlich hart. You're gonna die from a heart attack. I'm gonna die from cringe. neues Virtua-On von Sega wäre based. Ich habe zwei oder drei davon versucht zu spielen. Und ich weiß, dass du auch in den Dingern wahrscheinlich mit irgendeiner Secret Tech oder so dich schnell bewegen kannst. Aber ich war immer so und einfach so flailing irgendwie durch den Arcade-Modus oder so durchgekommen. Das eine One-on-One, was heißt nicht One-on-One, aber so dieses, das eine Mech-Spiel, was ich halt mag. Of course, natürlich. Capcom-Titel, Gacha Force. Gacha Force ist so geil. Ich hätte gern neues Gacha Force von Capcom. Eines der teuersten fucking GameCube-Spiele überhaupt. Ah, so ein Re-Release von Gacha Force wäre super.